Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen. Wir gehen auf den zweiten Fastensonntag zu und es geht vor allem um das Gottvertrauen. Viel Freude! Bitte stören Sie sich nicht daran, dass man vielleicht im Hintergrund irgendwelche Sägegeräusche hört. Nebenan ist ein Hof und um diese Jahreszeit wird immer Holz gesägt. Und deshalb ist es vielleicht ein bisschen laut. Ich kann es nicht ändern und auch wenn ich in einen anderen Raum gehe, ändert das nichts, denn es ist genauso laut. Also, wir hören in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis. Wir springen dieses Mal von Adam und Eva von letzter Woche in das 12. Kapitel zu Abraham, der zu dem Zeitpunkt noch Abram heißt. Hören wir erst einmal die Lesung. Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abram, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Wir haben es bereits gehört, Abram, wie er hier noch heißt, wird von Gott plötzlich aufgefordert, sein gewohntes Leben zu verlassen. Es ist so, dass er in Ur in Chaldea eigentlich groß geworden ist und dann übergesiedelt ist in Richtung Kanaan, also in diese Richtung schon, aber sich in Haran niedergelassen hat. Also nicht er, sondern seine ganze Familie, seine Vorfahren. Also lebte Abram in Haran und dort hat er sich natürlich schon eine Existenz aufgebaut. Und wir hören auch im Kapitel zuvor bereits davon, dass seine Frau Sarai, wie sie zuerst heißt, keine Kinder haben kann. Also sie sind ein kinderloses Ehepaar aus Haran. Und Abram wird jetzt von Gott dazu berufen, aus Haran wegzuziehen. Also erwartet Gott von ihm, dass er aus seinem gewohnten Leben in die Ungewissheit zieht, denn er weiß nicht, was ihn erwartet. Also er soll erstens in ein fernes Land ziehen, er soll seine Verwandtschaft und sein Vaterhaus zurücklassen. Also das ist schon ein starkes Stück, also schon eine sehr große Herausforderung, mit der er hier zu tun hat. Und Gott erwartet das aber nicht einfach nur, um ihm irgendwas wegzunehmen, was er hat, sondern er macht das, um ihm etwas noch viel Besseres zurückzugeben, um ihm etwas Größeres zu schenken. Obwohl Abram und seine Frau eigentlich keine Kinder haben können, so wie es eben schon in Kapitel 11 gesagt worden ist, verheißt Gott Abram ein großes Volk. Der gute Abram ist hier schon in einem vorgerückten Alter und doch wird ihm noch so etwas Unglaubliches verheißen. Also Gott kündigt Abram an, dass er seinen Namen groß machen werde und dass er ein Segen sein werde für alle Sippen. Und an ihm werden sich die Geister scheiden. Denn Gott sagt, wer dich segnet, den werde ich segnen. Und wer dich verflucht, den verfluche ich. Also er wird zum Stein des Anstoßes sozusagen und somit ist er dann ein Typos zu Christus. Denn Jesus ist dann der Stein des Anstoßes, an dem sich die Geister scheiden werden, wie dann schon Simeon zu seiner Mutter Maria sagt, als das Kind im Tempel dargestellt wird. Also viele werden an ihm zu Fall kommen und viele werden an ihm Segen erfahren, je nachdem, wie sie sich entscheiden. Aber Jesus wird zu dem Moment oder zu der Person, die immer vor die Entscheidung stellt. Und so ist es im Alten Testament schon bei Abraham gegeben. Und Abraham hat einen starken Glauben. Dieser Mensch hat einen absoluten Gehorsam. Er macht das, was Gott von ihm verlangt. Denn erstens scheint es das erste Mal überhaupt zu sein, dass Gott sich ihm offenbart. Und zweitens, er weiß nicht, was mit ihm geschehen wird. Und doch glaubt er ganz hundertprozentig, dass Gott ihm nichts Böses will, sondern nur das Beste für ihn will. Und deshalb zeigt er diesen absoluten Gehorsam. Und dann zieht er von Haran weg und nimmt auch seinen Neffen Lot mit seiner Familie mit.
Also es sind eigentlich zwei Familien, die losziehen in das Ungewisse. Und so ist Gott. Mit ihm ist es nicht langweilig. Bis ins vorgerückte Alter hat er allerlei Überraschungen für uns bereit, und zwar nur gute. Und wenn es auch für uns krisenhaft wird, weil wir unsere Komfortzone bedroht sehen, ist es doch so, dass Gott eigentlich nur das Beste für uns möchte. Und keiner kann sagen, ach, ich bin ja schon so alt, mit mir kann Gott nichts mehr vorhaben. Ganz im Gegenteil, selbst in hohem Alter, wir sehen es in Abraham, kann das Leben erst richtig losgehen und die große Mission erst richtig losgehen. Mit Gott ist es wirklich nicht langweilig, denn wir werden immer wieder auch herausgefordert, aus unserer Komfortzone herauszutreten, so wie es eben auch für die Fastenzeit typisch ist. Eine Zeit der Gelegenheit, aus dieser eigenen Komfortzone immer wieder herauszukommen. Also das bedeutet natürlich, wir müssen uns überwinden. Wir müssen uns auch manchmal blind nach hinten fallen lassen, können dabei aber gewiss sein, dass Gott uns immer auffängt. Und dann werden wir schon sehr schnell sehen, in welche Richtung sich das Ganze dann entwickelt und dass es sich absolut gelohnt hat. Und dass alles, was Gott von uns verlangt, unserem eigenen Heil dient. Es gibt zum Beispiel ein schönes Bild, das ich im Internet öfter schon gesehen habe. Und zwar sieht man ein kleines Mädchen und Jesus. Dieses kleine Mädchen hat einen Teddy in der Hand und Jesus sagt, ihr gib mir deinen Teddy. Und das Mädchen möchte nicht so recht den Teddy abgeben, weil es meint, ja, aber ich mag diesen Teddy. Und Jesus verlangt von ihr diesen kleinen Teddy und hat gleichzeitig hinter seinem Rücken einen viel, viel größeren Teddybären. Das heißt, Gott verlangt, dass wir ihm alles geben, was wir haben, damit er uns noch viel, viel mehr zurückgeben kann. Das bringt die Sache auf den Punkt. Also, Abraham hat ein gutes Leben in Haran. Er hat ein geregeltes Leben, er hat sich niedergelassen, er hat eine Familie, er ist wohlhabend, also er ist nicht arm. Und doch soll er das aufgeben, um ein noch viel besseres Leben zu bekommen. Nämlich das allergrößte Geschenk, was ihm bisher gefehlt hat, nämlich Kinder, Nachkommen, das absolute Indiz für den Segen Gottes. Und so verlangt Gott von ihm zwar, dass er seine bequeme Lebenssituation verlässt, so wie das kleine Mädchen den kleinen Teddy Jesus gibt oder überreichen soll, um dafür aber beide Hände frei zu haben für einen riesigen Teddybären. Und so soll auch Abraham beide Hände frei haben für ein gesegnetes ganzes Volk, das von ihm abstammt. Und auch uns möchte Gott heute überreich beschenken. Aber auch wir müssen ihm ganz dafür vertrauen und ihm unser ganzes Leben auch abgeben. Manchmal müssen wir auch aus unserer eigenen Komfortzone heraustreten, auch über uns selbst hinausgehen. Und der Geist Gottes kann uns beschenken mit seinen Gaben, Früchten und Charismen, wenn wir uns für ihn öffnen. Und Gott kann uns auch den Weg durch seinen Geist erst dann weisen, in welche Richtung er uns haben möchte, wenn wir erstmal losgehen. Und so ist es ja auch mit einem Navigationssystem, das eben berechnet, die Route berechnet, sobald wir uns in Bewegung setzen. Tun wir es Abraham also gleich und versuchen mit diesem selben Glaubensgehorsam durch unser eigenes Leben zu gehen und auch unseren Komfort, die Gewohnheiten und alles, was unser Leben eben angenehm machen, auch manchmal loszulassen, um wiederum noch was viel Besseres zurückzubekommen. Hören wir nun aus dem Psalm. Denn das Wort des Herrn ist redlich, all sein Tun ist verlässlich. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, erfüllt von der Huld des Herrn ist die Erde. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die seine Huld erwarten, dass er ihre Seele dem Tod entreiße und wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. Unsere Seele hofft auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Lass deine Huld über uns walten, Herr, wie wir auf dich hofften. Dieser Psalm reflektiert Gottes Heilsplan im Grunde. Also
dieser Heilsplan, von dem wir auch im Buch Genesis gehört haben, den Gott für Abraham bereithält. Das Wort und die Tat Gottes sind verlässlich. Wenn wir uns also fallen lassen, dann fängt er uns wirklich auf. Gott ist treu und er hält sein Versprechen. Wenn wir nochmal auf Abraham zurückschauen, dann wissen wir ja, wie die Geschichte ausgeht. Und Abraham ist tatsächlich zu einem übergroßen Volk geworden und er ist wirklich ganz reich beschenkt worden und Gott hat an ihm immer seine Versprechen gehalten. Und auch uns gegenüber möchte Gott seine Versprechen halten. Selbst da, wo wir ihm untreu werden, bleibt Gott treu. Gott liebt die Gerechtigkeit und das Recht. Und wenn das hier so betont wird oder besungen wird im Psalm, dann ist das keine Drohbotschaft. Gott ist gerecht und er liebt das Recht, aber das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen. Im Gegenteil, Gott sorgt für Gerechtigkeit, wo wir Unrecht erfahren. Am Ende siegt Gottes Gerechtigkeit. Gott regelt das. Gott richtet wirklich hundertprozentig gerecht jeden einzelnen Menschen. Und so kommen wir zu dem Recht, das uns entzogen wird in dieser Welt. Das ist doch eine Trostbotschaft, wenn wir schauen, wie viele Menschen entrechtet sind in dieser Welt. Umso mehr ist das wirklich eine erlösende Aussage. Also es ist ein Zeichen der Erlösung, dass Gott seine Gerechtigkeit walten lässt. Und das hilft uns auch in unserer jetzigen Situation zu hoffen, dass auch wenn es jetzt nicht so erscheint, Gottes Gerechtigkeit siegen wird. Es ist auch die Rede vom Auge des Herrn. Auch das soll natürlich nicht, ja, dieses Gott sieht alles, was du tust und er ist so. He is watching you und das, da muss man Angst haben oder so. Nein, ganz und gar nicht, sondern es ist so ein, Gott sieht alles. Er sieht die Herzen der Menschen und danach wird er richten. Und das ist gut. Und wir sind in seinem Blick geborgen. Gott schaut uns an. Ihm ist unser eigenes Leben nicht egal. Das ist etwas wunderbar Tröstliches. Gott sieht dabei auf die Gottesfürchtigen, die sich um den Stand der Gnade bemühen, die sich um eine Beziehung zu ihm bemühen. Auf die schaut er und auf die kann er schauen, denn die verstecken sich nicht vor ihm, so wie Adam und Eva. Natürlich, Gott sieht alles und jeden. Und er hat auch Adam und Eva im Garten Eden natürlich gesehen. Aber Gott wirkt auch in dem Leben dieses Menschen, der sich um eine Beziehung zu ihm bemüht, der sich nicht von ihm entfernt, der ihn nicht ablehnt. Die, die Gott willkommen heißen, zu denen kommt Gott auch gerne. Und auf denen ruht Gottes Blick auch. Gott schaut auch mit einem anderen Blick auf die, die ihn ablehnen, von weitem. Er wartet geduldig, bis sie ihn wieder in ihr Leben lassen. Aber dieser Blick hier, dieses Auge des Herrn auf den Gottesfürchtigen ist dieses, er begleitet uns. Wir müssen uns das vielleicht vorstellen mit Abraham, wie er eben ins Ungewisse zieht und das Auge des Herrn ruht auf ihm. Er sieht, was er tut, er hilft ihm, er sagt ihm immer, was er als nächstes machen muss. Gott entreißt die Seele der Gottesfürchtigen dem Tod. Und mit Seele ist hier wieder das Wort Nefesh gemeint, also hier ist es Nafsham. Eigentlich müsste man übersetzen ihr Leben, denn Nefesh meint nicht nur einen bestimmten Teil des Menschen, wie jetzt eben die Seele, das, was eben nach dem Tod weiterlebt und der Rest eben nicht, sondern gemeint ist das ganze Leben. Wir müssen uns das also wirklich auf mehrfacher Ebene anschauen. Gott entreißt das Leben des Menschen also vor dem moralischen Tod, also davor, dass er eben aus dem Stand der Gnade herauskommt, also auch bei uns, die wir heute leben und die das Sakrament der Versöhnung haben, die dann dadurch immer wieder zurück in den Stand der Gnade können. Gott entreißt uns aber natürlich auch vor dem seelischen Tod. Gemeint ist dem ewigen Tod, der ewigen Gottesferne, also der Hölle. Wenn wir uns wirklich darum bemühen, immer eine gute Beziehung zu ihm zu haben, immer um Vergebung bitten, wo wir es nicht hinbekommen haben, wo wir immer mit einem umkehrbereiten Herzen durchs Leben gegangen sind, wird er seine Barmherzigkeit walten lassen, wenn wir dann sterben und vor ihm stehen. Und dann werden wir den ewigen Tod nicht schauen. Gott erhält die Gottesfürchtigen am Leben, wenn sie hungern.
Das ist auch ein interessanter Gedanke. Das ist erstens natürlich wörtlich zu verstehen im Sinne von Segen im Leben. Wenn wir Gott vertrauen und eben mit ihm unser Leben durch unser Leben gehen, dann wird er für uns sorgen, dass wir genug zu essen haben. Gemeint ist aber natürlich auch alles andere, was wir brauchen. Er wird uns versorgen mit allen Gütern, mit irdischen Gütern, die unseren Leib nähren, unseren Leib bedecken, uns ein Dach über dem Kopf bescheren und so weiter. Wir dürfen das Ganze aber natürlich auch auf uns heute beziehen und auch natürlich schon weiterdenken. Dann ist mit dem Nähren natürlich nicht nur das leibliche Wohl gemeint, sondern auch das seelische Wohl. Und da denken wir an das Wort Gottes in Schrift und in Sakrament. Gott nährt uns mit der Heiligen Schrift, in der er sich uns offenbart, in der wir ihn besser kennenlernen können und durch die er zu uns spricht, auch heute, aber auch durch das Sakrament, durch die Eucharistie, dem lebendigen Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, Jesus Christus. Beides nährt uns auf dem Lebensweg, vor allem innerlich, sodass unsere Seele nicht stirbt und genauso wenig auch unsere Hoffnung stirbt. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung auf Gott, der Hilfe und Schild ist, wie es hier im Psalm heißt. Gott leitet nicht nur den Weg auf dem Weg, er zeigt uns nicht nur den Weg und lässt uns dann alleine den Weg beschreiten, sondern er geht mit. Gott unterstützt uns mit seiner helfenden Gnade, damit wir trotz unserer Schwächen den Willen Gottes auch umsetzen können. Also auch den Weg unseres moralischen Lebens, dass wir seine Gebote erfüllen können. Und wie König David beten auch wir heute um Gottes Huld, dass er uns die Gnade schenken möge, die wir eben wirklich unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Gott ist Gott, er kann uns nicht enttäuschen. Alles, was er uns für uns bereitet, ist nur gut. Abraham hat das sehr vorbildhaft vorgelebt. Er hat absoluten Glaubensgehorsam aufgewiesen, obwohl Gott ihm Dinge verheißen hat, die biologisch unmöglich sind. Er hat voll geglaubt, so wie Maria später dann im Neuen Testament, trotz biologischer Unmöglichkeit, geglaubt hat, was Gott ihr sagen ließ. Und so sind beide Stammeltern geworden eines großen Volkes, Abraham, des Volkes Israel, und Maria, die Mutter des neuen Volkes Gottes, unsere aller Mutter, die Mutter von uns allen, die wir getauft sind. Gehen wir weiter zur zweiten Lesung, da hören wir heute aus dem zweiten Timotheusbrief. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Die heutige zweite Lesung ist aus einem Pastoralbrief, den Paulus am Ende seines Lebens schreibt, an seinen Mitarbeiter und Sohn, wie er ihn nennt, ganz liebevoll, an Timotheus. Timotheus soll eine Gemeinde aufbauen in Pauli Abwesenheit. Und so, deshalb heißt es eben Pastoralbrief. Die Themen sind auch deshalb sehr darauf ausgelegt, ja, die Gemeinde halt zu strukturieren, aufzubauen und so weiter. Das war aber vor allem im ersten Brief so. Im zweiten Brief merken wir, dass wir da doch etwas haben, das wie ein Testament des Paulus ist. Also wo er eben nochmal auf sein Leben zurückblickt. Und dort ermahnt er nun seinen geliebten Sohn, wie er ihn nennt, schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen. Paulus ist zu der Zeit im Gefängnis und schreibt von dort aus eben an seinen Mitarbeiter. Und schon Jesus hat das gesagt, was Paulus hier aufgreift. Nämlich hat er zum Beispiel in Markus 8 bzw. Lukas 9 gesagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen,
und so weiter und so fort. Also Timotheus soll mutig für das Evangelium einstehen. Und so wie Paulus dafür auch leiden, wenn es sein muss. Paulus ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen. Timotheus soll also mit seiner ganzen Existenz dafür einstehen. Und deshalb heißt es auch Zeugnis Jesu Christi, beziehungsweise das Zeugnis des Paulus, der ja dadurch Zeugnis gibt. Das Wort für Zeugnis ist hier Martyria. Also wenn es drauf ankommt, sollst du sogar das Martyrium annehmen, wenn es auf dich zukommen sollte. Das Evangelium zu verkünden ist alles andere als Zuckerschlecken. Es ist auf jeden Fall mit sehr vielen Strapazen verbunden und da wird man immer wieder dazu gezwungen oder auch herausgefordert, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Ganz klar. Warum? Man wird viel Verachtung, Spott und Ablehnung im Zuge der Evangelisierung erfahren. Es hat einfach damit zu tun, dass die Menschen das Evangelium nicht gerade attraktiv finden. Viele werden eben es deshalb ablehnen, weil es nicht so attraktiv erscheint, auf kurze Sicht. Und das ist, was der Mensch immer sucht. Etwas, das auf kurze Sicht, was man sofort bekommt, etwas, das den Ohren schmeichelt in dem Moment. Das Evangelium dagegen ist trockenes Brot, aber auf lange Sicht hin ist es heilsam und das bringt das ewige Leben. Also ist es kein leichter Weg, den Timotheus vor sich hat, vor allem jetzt ohne seinen Mentor, wenn man so möchte. Aber sowohl Paulus als auch Timotheus, sie sind nie allein bei dieser ganzen Evangelisierung. So ist keiner allein, der um des Himmelreiches Willen das alles auf sich nimmt. Gott gibt dazu die Kraft. Damit bringt Paulus das auf den Punkt, das wir auch schon bei Abraham gelesen haben in der Genesis, dass Gott eben mit ihm sein wird. Und das lesen wir auch im Psalm. Auch König David spricht davon und betet das, zelebriert das eben. Dass Gott uns nährt, er sorgt für uns Menschen. Das ist es also, was wir als roten Faden hier auch schon wieder erkennen. Und Gott hat uns gerettet durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Die Erlösung und der heilige Ruf, wie Paulus es hier sagt, diese sind auch an uns ergangen. Nicht aufgrund unserer Taten. Wir haben das nicht irgendwie erstmal verdient, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er das alles erlitten hat für uns, dass er unsere Sünde auf sich nahm, gestorben, auferstanden ist. Nein. Das ist uns geschenkt, denn kein Mensch hätte das irgendwie erstmal verdienen können. So groß, so übergroß ist die Sünde der ganzen Welt gewesen. Kein Mensch hätte das sich verdienen können, sondern es ist ein Gnadenakt Gottes. Und er hat es getan aus eigenem Entschluss. Es ist sogar noch so, dass von Anfang an klar war, dass Gott die Menschheit erlösen würde und dass er seinen einzigen Sohn dafür hingeben würde. Vor aller Zeit stand das schon fest. Jesus hat uns durch seine Menschwerdung, seinen Tod und seine Auferstehung die Fülle der Gnade verliehen, die ja schon von Anfang an feststand. Aber hier ist sie offenbar geworden, wie es hier heißt. Er hat den Tod besiegt, damit auch wir ihn besiegen können. Er hat das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch sein Evangelium. Wir haben also wieder die Chance auf den Himmel. Was Paulus Timotheus hier alles schreibt, was wir hier jetzt alle so sehen, das sind sogenannte Bekenntnisformeln, also Glaubenssätze. Es ist sowas wie eine Kurzform eines Glaubensbekenntnisses. Und er schreibt dem Mitarbeiter das alles nicht, weil er das noch nicht weiß. Wäre auch komisch, wenn er das nicht wüsste, aber eine Gemeinde aufbauen soll, natürlich. Er weiß das alles, aber er führt ihm das nochmal vor Augen, damit er sich dessen bewusst wird, wofür er das alles macht, wofür er das Evangelium verkündet und warum er sich nicht dessen zu schämen braucht. Auch wir wissen diese ganzen Dinge eigentlich, aber auch wir müssen manchmal ein und denselben Text mehrmals hören, ein und dasselbe Gebet immer wieder beten, damit wir uns das vor Augen führen. Dass wir nie vergessen, was Gott eigentlich für uns getan hat
und warum es sich lohnt, immer wieder aus seiner eigenen bequemen Situation herauszutreten, auch mal Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Es muss ja nicht gleich heißen, dass ich das Martyrium erleiden muss. Aber schon allein, dass ich verlacht werde dafür, dass ich einfach dazu stehe, dass ich ein Kreuz um meinen Hals trage, dass ich bete in der Öffentlichkeit vom Essen oder wenn jemand mich fragt, ob ich zur Kirche gehe, dass ich ja sage. Das sind Kleinigkeiten, aber auch schon in diesen kleinen Dingen, wenn ich in diesen kleinen Dingen nicht mal treu sein kann, wie soll ich es in großen Dingen sein? Also selbst da ist es schon so, dass wir uns manchmal nochmal bewusst werden müssen, was Gott eigentlich für uns getan hat und wie unsere Antwort in unserem Leben auf ihn, auf seine unglaubliche Liebe sein muss. Und ich gucke deshalb auch manchmal gerne so diese Jesus-Filme. Ich meine, wir wissen, was Jesus für uns erlitten hat, aber wenn wir zum Beispiel gerade diesen sehr realistischen Film von Mel Gibson schauen, also Passion of the Christ, dann wird uns nochmal vor Augen geführt, wie schlimm das eigentlich war, was Jesus alles durchgelitten hat für uns. Und dann können wir auch wieder mit neuer Dankbarkeit unser Leben leben. Und wirklich nochmal bewusster unsere Antwort, unser Zurücklieben auf diese erste Liebe Gottes leben. Und was auch immer passiert und wo wir diese Liebe auch ablehnen, immer wenn wir sündigen, einer Sache können wir immer sicher sein: Wenn wir uns wirklich bemühen, Gottes Willen in unserem Leben umzusetzen, ist er dabei und er gibt uns die Kraft dazu. Hören wir nun das Evangelium. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Heute am 2. Fastensonntag hören wir von der Verklärung des Herrn. Und zwar, wie es eben im Matthäus-Evangelium Kapitel 17 steht. Die Verklärung trägt sich 6 Tage nach diesem Aufenthalt in Caesarea Philippi zu. So lesen wir am Anfang des Kapitels. Also 6 Tage nach dem Messias-Bekenntnis des Petrus. Und dabei nimmt Jesus diese 3 Aposteln mit, die er öfter immer mitnimmt, bei so bestimmten wichtigen Ereignissen. So wie zum Beispiel, als er die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus heilt, da ist es ja auch so, oder von den Toten erweckt, dass er diese 3 mitnimmt. Also Jakobus, Johannes und Petrus. Dieses Trio wird uns später noch einmal begegnen, darüber reden wir gleich. Den 3 ist ein unvergleichliches Privileg geschenkt worden, denn sie erhaschen einen Blick auf Jesus, den Verklärten. Das heißt, nicht nur den Jesus, der er nach der Auferstehung sein wird, sondern der Jesus, der zum Vater zurückgekehrt ist, der wiederkommen wird als verherrlichter Menschensohn. Das durfte bisher kein einziger lebendiger Mensch erfahren, bezeugen. Außer Maria, sie lebt wieder. Ne? Sie war ja zwischendurch tot und ist dann mit Leib und Seele aufgefahren. Ich meine aber Menschen, lebendige Menschen hier auf Erden. Was dort auf dem Tabor geschehen ist, schließt einen Kreis, den Gott im Laufe der Heilsgeschichte zu zeichnen begonnen hat. Das ist wichtig. Bereits im Alten Testament
hat sich Gott in seiner Herrlichkeit gezeigt. Damals stieg Mose zusammen mit Aaron, mit Nadav, Abihu und den 70 von den Ältesten Israels auf den Berg Sinai. Davon lesen wir in Exodus 24. Und dort schauen sie die Herrlichkeit Gottes, beziehungsweise darf nur Mose bis ganz nach oben hin. Die anderen sollen einen Abstand halten. Und auch dort ist es so, dass Mose ja nicht die Herrlichkeit Gottes ganz schauen kann. Etwas später erfahren wir dann, dass Gott ihm die Gunst erwiesen hat. Das ist dann im 33. Kapitel, dass Mose seinen Rücken schauen darf. Also dass Mose beim Vorbeiziehen Gottes seinen Rücken sehen darf. Wir hören dann auch im ersten Buch der Könige davon, dass am Sinai, da heißt er eben dann der Berg eben Horeb, aber es ist ein und derselbe Berg, dass auch dort eine Gottesbegegnung stattfindet. Und zwar hören wir da von dem Propheten Elia, der dorthin flüchtet, als man ihm nach dem Leben trachtet. Und auch hier fordert Gott auf, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Also als Elia sich dann nach dem Vorüberziehen von Sturm, Erdbeben, Feuer, was wir da alles so hören, beim leisen Säuseln bereit macht, verhüllt er ja sein Gesicht in den Mantel. Und auch er sieht der Gott, die Herrlichkeit Gottes dadurch nicht ganz. Also Mose und Elia haben beide auf einem Berg bereits eine Gottesbegegnung, dürfen Gott aber noch nicht ganz schauen, nicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Also was diesen beiden Großen verwehrt geblieben ist, dürfen nun die Apostel schauen, Jakobus, Johannes und Petrus. Also wenn wir das Alte Testament im Hinterkopf haben, wenn wir das lesen, dann können wir nur überwältigt sein, was für ein großes Privileg diese drei genießen dürfen. Plötzlich sehen sie dann zwei Gestalten neben Jesus und es ist natürlich absolut kein Zufall, es sind ausgerechnet Mose und Elia, die wiederum auf dem Berg eine Gottesbegegnung haben. Mit Gott, der Mensch geworden ist, Jesus Christus. Ausgerechnet diese beiden stehen jetzt mit Jesus dort und reden mit ihm. Und die Aposteln kannten die Heilige Schrift. Sie haben diesen Code verstanden, dass hier sich ein Kreis schließt. Von Sinai, von Horeb zu Tabor. Und sie haben vielleicht erkannt, dass der Kreis noch weiter gezeichnet wird. Denn Jesus zeigt den drei Aposteln seine Herrlichkeit. Und diese drei werden es auch sein, die später im Garten Gethsemane ausharren müssen. Die auch von dieser Müdigkeit übermannt werden. Jesus zeigt sich also jenen drei Aposteln auch, die die feste Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem werden würden. Und darüber hinaus. Also es ist eine Stärkung vor der großen Versuchung. Ein wichtiger Punkt. Und ein Vorgeschmack auf das Ostergeheimnis, wo Jesus dann eben von den Toten auferstehen wird. Und auch in einem neuen Leib auferstehen wird. In einem Auferstehungsleib, der anders ist als der Leib vorher. Nämlich in einem Zustand, wie Gott den Menschen vor dem Sündenfall geschaffen hat. Das Licht des Gesichts und der Kleider Jesu sind die Beschreibung der Gnade Gottes. Das ist das, was eben so leuchtet. Und was der Mensch verloren hat, das erste Menschenpaar verloren hat und dadurch gesehen hat, dass es nackt war. Also diese Gnade haftet so an ihm, dass man von dieser Gnade eigentlich total geblendet wird. Dann sagt Petrus etwas Lustiges. Er sagt ja, wenn du möchtest, kann ich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Und er sagt auch, es ist so schön hier. Er ist hier nicht so durcheinander oder überwältigt, dass er nicht mehr weiß, was er da eigentlich von sich gibt. Das ist nicht der Grund. Im Griechischen heißt es eigentlich an dieser Stelle auch nicht Hütten. Hütten ist halt eine alternative Übersetzung, die aber hier nicht passt. Skenas steht dort. Wörtlich also eigentlich Zelte. Er möchte drei Zelte aufschlagen. Und das erinnert uns ganz, ganz stark an den Tempel, der in der Zeit der Wüstenwanderung ja eben als Zelt gebaut worden ist, das man immer wieder zusammenbauen kann und dann weiterziehen kann. Ein transportabler Tempel sozusagen. Petrus ist also nicht verwirrt und sagt deshalb was Seltsames, sondern er hat den Nagel auf den Punkt getroffen. Er hat den Bogen zum Sinai, zur Offenbarung Gottes und zum Offenbarungszelt geschlossen. Er hat erkannt, welche Typologie hier vorliegt zwischen den Steintafeln, dem Wort Gottes, das auf dem Sinai den Israeliten gegeben worden ist, Mose, und
dem Wort Gottes in fleischgewordener Form, das hier gerade verherrlicht wird, verklärt wird, Jesus. Und er möchte Zelte aufschlagen, um diese Herrlichkeit natürlich festzuhalten. So wie die Bundeslade mit den Steintafeln, mit dem Wort Gottes hineingelegt, ein Zeltort bekommen hat, als Heiligtum, so möchte Petrus ein Heiligtum schaffen für diese heilige Sache hier, die er sieht. Auch wir haben unsere Tabor-Momente in unserem Leben, also so Momente, wo wir richtig die Gnade Gottes richtig spüren und wo wir richtig euphorisch Glaubensmomente haben, richtig tolle Erfahrungen. Und auch wir möchten dann am liebsten gar nicht weg. Und dann sagen auch wir, oh, es ist so schön hier, ich möchte nicht zurück in den Alltag, wo dann wieder die ganzen Anfechtungen kommen und wo immer diese Routine sich ganz schnell wieder einstellen kann. Auch wir möchten diese Hochzeiten festhalten. Und auch die Kirche tut das, in der sie eben diese Herrlichkeit Gottes, die im eucharistischen Leib Christi verborgen ist, festzuhalten, indem sie die konsekrierten Hostien in die Tabernakel stellt und dort eben aufbewahrt. Und so bleibt Gottes Gegenwart so wie die Steintafeln in der Bundeslade, im Zelt, im Offenbarungszelt, in der Kirche. Und so ist Gottes Gegenwart genauso in der Kirche. Dauerhaft. Eigentlich ist auch jede heilige Messe ein einziger Tabor-Moment, weil wir dort Christus in Gestalt von Brot und Wein sehen, wie er verherrlicht wird, wenn er am Kreuz für uns stirbt. Und dann passiert etwas, das die Jünger in Angst versetzt. Wir lesen davon, eine Wolke kommt und legt sich auf die Menschen oben auf dem Berg nieder. Und das ist wiederum ein absolut typologisches Signal. So ist ja auch eine Wolke auf den Sinai hinabgestiegen, als Gott auf den Sinai hinabstieg, um Mose die 10 Gebote zu geben. Also wieder eine typologische Verbindung zum Alten Testament. Denn hier ist wiederum die Gabe des Wortes Gottes, aber in Fleisch gewordener Form. Und so wie die Israeliten natürlich mächtig Respekt hatten, als da dieses ganze fette Gewitter auf dem Sinai stattfand, während sie da unten standen, so haben natürlich auch die Aposteln Angst, weil es einfach so ein überwältigendes Phänomen ist und sie kennen das nicht. Und dann hören sie auch noch eine Stimme aus der Wolke sprechen. Diese Stimme sagt das, was sie eben auch dann bei der Taufe schon gesagt hat. Dies ist mein geliebter Sohn. Gott proklamiert seinen Sohn vor Zeugen, vor den 3 Aposteln. Sie fallen mit dem Gesicht zu Boden und so überwältigend ist das ganze Ereignis für sie. Und Jesus fasst sie dann und sagt, habt keine Angst, und sie schauen auf und es ist alles wieder normal. Jesus ist alleine da, keine Wolke mehr, kein Elia, kein Mose mehr. Und dann gehen sie einfach wieder runter. Und Jesus sagt ihnen, dass sie nicht darüber sprechen sollen, bis er auferstanden ist. Sie sollen das für sich behalten. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt gedacht haben, okay, können wir machen, aber was ist Auferstehung? Sie werden es einfach noch gar nicht richtig verstanden haben, was überhaupt damit gemeint ist, aber sie tun, was Jesus ihnen sagt, auch wenn sie es erst später im Nachhinein verstehen werden. Das macht Jesus ja immer wieder, dass er auch den Geheilten immer wieder sagt, erzählt niemandem davon. Er verbietet den Dämonen, über seine messianische Identität zu sprechen. Also, es ist wichtig. Und warum passiert das überhaupt? Warum haben wir diese Verklärung des Herrn in so einem Moment oder zu so einem Zeitpunkt? Es ist nichts zufällig oder willkürlich. Er hat das ganz bewusst gemacht. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Gott gibt uns diese Hochzeiten, diese Tabor-Momente, um uns im Glauben zu stärken, uns zu beschwingen, damit wir dann in die große Versuchung wirklich gestärkt hineingehen, in die große Bedrängnis, in das schwere Leiden, dass wir das besser durchhalten, wenn wir erstmal vorher gut gestärkt sind. Und sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Nicht sehr viel später wird das passieren, was passieren muss. Jesus im Garten Gethsemane wird verhaftet. Die Jünger, diese 3 Jünger ausgerechnet, sind eben dort. Sie sollen beten und ausharren und schlafen ein in dieser, was natürlich eine Versuchung auch wiederum für sie ist. Also, und so möchte Gott auch uns immer in unser, also für uns, möchte Gott uns auch
mit diesen Gnaden beschenken, uns stark stärken, uns Kraft geben für die große Bedrängnis, für das schwere Leiden, für alles, was wir ihm zuliebe erleiden müssen. Vor allem natürlich, wenn wir für ihn unser Leben geben müssen. Und das ist heute sehr, sehr oft so viele Christenverfolgungen wie zuvor noch nie. Gott möchte uns Kraft geben, wenn wir uns dazu entscheiden, seinen Weg zu gehen, den er für uns bereitet hat. So war es bei Abraham, so war es bei König David, so war es bei den Missionaren, bei Paulus, dem großen Völkerapostel und seinen Mitarbeitern. Und so wird es auch für uns sein. So ist es schon immer gewesen. Wenn wir zurückschauen, sehen wir, wie Gott uns gerade in den schwierigen Zeiten getragen hat. Und er wird es auch in Zukunft tun. Wenn wir dann standhaft geblieben sind in der großen Bedrängnis, dann werden wir zum ewigen Tabor vordringen. Dann werden wir nämlich ewig bei Gott sein. Dann werden wir seine Herrlichkeit schauen dürfen, ganz und verhüllt. Nicht nur für einen Moment, nicht indem wir unser Gesicht verbergen im Mantel, sondern so, wie er ist, und zwar bis in alle Ewigkeit. Dann werden wir das ewige Tabor für uns haben, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Eine wunderbare Verheißung, und das gibt uns auch in unserem jetzigen Leben Kraft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.